Hallo, ich bin der Christian vom Enjoy. Wir befinden uns hier in meinem Wohnzimmer zu Hause. Heute möchte ich für euch ein wenig Entspannung reinbringen, beziehungsweise die Verspannungen wieder lösen, vor allem im Schulter- und Kopf-Nackenbereich. Bedeutet für diejenigen, die viel gerade momentan sitzen, eine Möglichkeit und Übung, Mensch, was kann ich machen, um das ganze Bewegungsapparat mal wieder zu lockern, zu mobilisieren, damit es mir auch wieder besser geht. Wir fangen ganz einfach gleich an, wir stellen uns einfach ganz normal gemütlich hin, ein bisschen Platz suchen, ihr braucht gar nicht so viel Platz dafür und wir fangen einfach ganz locker an, die Schultern von vorne nach hinten zu kreisen, die Arme etwas mitzunehmen, ganz locker. Wir wechseln die Richtung von hinten nach vorn, wenn es knorpelt und knackt, ist es vollkommen okay, Hauptsache es tut nicht weh. Wir wechseln noch einmal die Richtung, nehmen die Hände etwas mehr nach oben mit, öffnen auch schön den Brustbereich, wechseln die Richtung, genau. Jawohl, einmal ausschütteln und Ellenbogen lassen wir enger am Körper, nur die Unterarme kreisen. Wechseln die Richtung. Sehr gut. Wir umarmen uns abwechselnd, einfach nur ganz locker und leicht abklopfen. Die Hand, die oben ist, einfach immer wieder wechseln. Genau. Sehr schön. Wir bleiben außen, federn einmal schön nach, gehen zusammen und drücken uns richtig mal zusammen und wieder öffnen. Und die andere Hand oben und wieder richtig mal zusammendrücken. Das Ganze noch einmal. Die andere Hand wieder oben. Knuddelt euch selbst. Jawohl. Wieder öffnen. Ein letztes Mal. Sehr schön. Nochmal kurz ausschütteln. Puh, bin ich schon etwas lockerer und flockiger. Okay, wir wollen anfangen mit der seitlichen Hals-Nackenmuskulatur. Bedeutet, wir legen, ich glaube, es müsste mein linker Arm jetzt sein, so wie es ihr seht, legen den über den Kopf. Ziehen den Kopf einmal zur Schulter, bilden mit der Hand, die unten ist, eine Faust. Die Faust mit dem Daumen nach vorne zeigend zieht Richtung Boden. Wir ziehen den Kopf zur Seite und wir üben jetzt gleichzeitig Druck mit dem Kopf gegen die Hand aus. Trotzdem bleiben wir in der Position, ganz locker ziehen, kurz halten, 5, 4, 3, 2, 1, kurz lösen, das Ganze nochmal. Wir ziehen mit der Hand den Kopf zur Seite, Faust nach unten, mit dem Kopf Widerstand aufbauen gegen die Hand. Und noch halten. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsichtig lösen. Der Kopf müsste schon automatisch zur rechten bzw. zur linken Seite fallen. Das Ganze versuchen wir gegenzusteuern, indem wir natürlich die andere Seite auch beanspruchen. Das heißt, mit der Hand unten wieder eine Faust, zieht Richtung Boden, den Kopf zur Schulter holen, mit dem Kopf gegen die Hand drücken, ohne die Position zu verändern. Nicht volle Pulle, ganz leicht den Druck nur ausüben. Achtet darauf, dass die Schulter unten bleibt, die Faust Richtung Boden geht. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsichtig lösen und erneut. Wieder nach unten ziehen, Kopf drückt gegen die Hand, Faust Richtung Boden und wir halten 5, 4, 3, 2, 1, vorsichtig lösen, kurz ausschütteln, okay. Die ganze Bewegung machen wir jetzt nicht nur seitlich, sondern auch vor und zurück. Wir fangen mit der vorderen Seite an. Das heißt, wir legen die Hände übereinander auf die Stirn, ich drehe mich einmal zur Seite, wir schieben den Kopf ein bisschen nach hinten. Aus der Position schieben wir jetzt die Stirn leicht nach vorne und bauen Druck so auf. Leichtes Doppelkinn sollte dabei entstehen, dann wissen wir, dass der Kopf in einer waagerechten bzw. in einer guten Position steht. 5, 4, 3, 2, 1, vorsichtig lösen. Der Kopf fällt schon fast nach vorne. Wieder nach hinten nehmen, Position wieder einnehmen, Ellenbogen zeigen zur Seite. Die Hände schieben den Kopf nach hinten, der Kopf schiebt gegen die Hände und so weit nur drücken, dass wir noch entspannt reden können. 5, 4,
3, 2, 1. Vorsichtig lösen. Kurz ausschütteln. Jetzt kommt noch der, ja, nennen wir es mal schwerere Part, beziehungsweise wir können ihn uns sehr schwer machen. Nach hinten. Die Hände genauso hinterm Kopf verschränken. Die Ellenbogen so weit es geht nach hinten ziehen. Den Kopf erstmal wieder ausrichten. Und wir schieben den Kopf nach hinten und die Hände drücken den Kopf nach vorne. Ellenbogen so weit es geht nach hinten ziehen. Diese Position halten und wie gesagt, Kopf drückt nach hinten, Hände schieben nach vorne. Wir halten noch 5, 4, 3, 2, 1 und langsam lösen. Oh, der Kopf fällt schon fast nach hinten. Wieder nach vorne nehmen, kurz ausschütteln. Letzte Runde, Hände wieder hinterm Kopf verschränken. Ausrichten, Ellbogen nach hinten. Wir schieben den Kopf nach hinten und die Hände üben leichten Druck gegen den Hinterkopf aus. Und wir halten die Spannung auch nur so dolle drücken, dass wir noch entspannt weiterreden können. Sollte auch oben in der Schulter ziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Vorsichtig lösen. Puh, mir wird schon richtig warm. Die erste Schweißperle kam sogar. War noch ein bisschen mobi, aber ich fühle mich schon richtig beweglich, fühle mich richtig gut. Zum Abschluss ein bisschen Raum suchen. Wir nehmen die Hände nach oben, atmen tief ein. Beim Ausatmen nach unten durchschwingen. Nach oben, tief einatmen. Nach unten durchschwingen. Ein letztes Mal. Nach oben nehmen, tief einatmen. Ich bedanke mich, hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, warum, wieso, weshalb oder ihr mehr Videos sehen wollt, sagt einfach Bescheid. Gebt ein Like auf die Kommentare, schreibt einfach noch, welche Übungen ihr gerne haben möchtet, was für ein Workout ihr haben möchtet und ich versuche es natürlich zu Hause umzusetzen. Bis dahin, bleibt fit, bleibt gesund und bis bald.